BVB Total. Im Doppelpass mit der Telekom. Bad Ragaz im Kanton St. Gallen. Für 8 Tage das Domizil von Borussia Dortmund. Dieses Panorama hat man nun mal nicht so oft. Der Platz ist hervorragend. Hier ist alles optimal. Ich glaube, es gibt wenige Orte, wo man sich so gut auf eine neue Saison vorbereiten kann. Saisonvorbereitung. Das heißt, intensive Trainingseinheiten und harte Arbeit. Ja, man merkt es schon. Also der Kopf geht, aber die Beine, die machen dann irgendwann nicht mehr mit, was der Kopf will. Aber das kommt alles. Das ist normal. Aber Mittagessen, kleines Schläfchen, dann geht's immer weiter. 3 Neuzugänge schwitzen in der Schweiz mit dem Team. Roman Bürki, Julian Weigel und Gonzalo Castro. Allesamt schon jetzt bestens integriert. Wir hatten kaum Anlaufschwierigkeiten, verstehen uns alle sehr, sehr gut. Und ich glaube, so ein Trainingslager bringt nochmal was für die Mannschaft. Damit man sich noch näher kennenlernt, man ist fast 24 Stunden zusammen und redet viel. Und ich denke, das ist immer sehr, sehr vorteilhaft für die ganze Saison. Besonders im Fokus Thomas Tuchel, der neue BVB-Coach. Kreativ, konzentriert, konzeptionell. Ich habe den Eindruck, dass unsere Mannschaft nach diesen neuen Impulsen auch fast, ich will nicht sagen gelächzt hat, aber wirklich, wirklich darauf gewartet hat, um auch den nächsten Schritt jetzt wieder zu machen. 2 Testspiele bestreitet der BVB in der Schweiz. Beide gewinnt Schwarz-Gelb. Wobei besonders das starke 2:0 gegen Juventus Turin hervorsticht. Ja, jetzt haben wir aus einer sehr guten Woche eine Top-Woche gemacht mit dem Spiel heute. Nach der Belastung und sich nochmal so aufzuraffen und zu so einer Leistung, das war jetzt schon besonders und haben verdient gewonnen. Und finde schon, dass wir jetzt, aber aus einer sehr guten Woche eine Top-Woche gemacht haben. Trainingslager 2015 in Bad Ragaz. Die perfekte Saisonvorbereitung.